Ich möchte Sie auch herzlich willkommen heißen im Namen unseres ganzen Gastroenterologenteams. Wir betreuen natürlich Crohn- und Colitis-Patienten hier am Standard-Universitätsspital, aber auch am Clara-Spital. Das geht bei uns Hand in Hand. Wir haben uns nochmal überlegt, wann die letzte Patientenveranstaltung war. Die letzte Veranstaltung war 2016, 18, 2019, musste sie leider ausfallen. Einmal hatten wir es virtuell. Und jetzt sind wir froh, dass wir es wieder in Zusammenarbeit mit Crohn und Colitis als Präsenzveranstaltung organisieren können. Wir planen so ungefähr alle 2 Jahre eine Veranstaltung durchzuführen. Und es freut uns sehr, dass Sie alle dazugekommen sind. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit, aber auch Sie können uns dann direkt nach der Veranstaltung ansprechen. Es gibt in Kürze oder es gibt schon eine Reihe von neuen Therapien. Und wir sind froh, dass es immer mehr Medikamente gibt, wie man die Erkrankung behandeln kann. Das ist zurzeit ein richtig großer Fortschritt, der geleistet wird von der akademischen Grundlagenforschung, aber eben auch von der pharmazeutischen Industrie. Und es gibt universitäre Forschungseinrichtungen und die Industrie, die da Hand in Hand arbeitet. Und das führt dazu, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat und eine ganze Reihe neue Möglichkeiten, die bereits in Europa oder Amerika zugelassen sind und die in Kürze eben auch bei uns zugelassen sind. Und ich möchte Sie einfach diese Möglichkeiten kurz vorstellen. Klar, wie ist die Therapie von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Wir setzen Steroide ein, Aminosalicylate wie das Sulfasalazin oder das Mesalazin, Immunmodulatoren wie das Azathioprin, also das Imurec oder auch Methotrexat oder Mercaptopurin, eine Reihe von Biologika, die TNF-Blocker, das Vedolizumab, aber auch das Stelara. Hier gibt es Biosimilars zu vielen dieser Medikamenten und vor einiger Zeit sind die JAK-Diagonistin-Inhibitoren eingeführt worden. Das ist die Basis der jetzigen Therapie. Aber es gibt jetzt neue Substanzen. Es gibt ein Biologikum, das spezifisch einen Entzündungsmediator hemmt. Es gibt neue Januskinase-Inhibitoren und jetzt neu seit Herbst diesen Jahres zugelassen die sogenannten Zwingosphosphin-1-Phosphat-Rezeptoren. Also es gibt im Prinzip 3 neue Therapieklassen, wie sie behandelt werden können oder wie wir Patientinnen und Patienten behandeln können. Das erste sind die Interleukin-23-Inhibitoren. Sie kennen sicherlich schon das Stelara. Das Stelara als Biologikum wird bereits eingesetzt und das Stelara hemmt dieses hellgrüne Molekül, was P40 genannt wird. Und das neue Medikament hemmt spezifisch dieses P19. Und damit blockiert es eben nur ein Entzündungsstoff und nicht 2 Entzündungsstoffe wie das Stelara, wie das Ustekinumab. Und daher ist es spezifischer. Aber woher weiß man das jetzt? Woher weiß man jetzt, dass das funktioniert? Man weiß das aus genetischen Studien. Es gibt einen Risikofaktor oder einen schützenden Faktor in der Sequenz von dem Gen, was für den Rezeptor, also für das Schloss, für diesen Entzündungsmediator, das Interleukin 23, kodiert. Man weiß aus Tiermodellen, das ist vor allem die akademische Forschung, wenn man diesen Entzündungsmediator spezifisch in ein Mausmodell ausschaltet, dann werden die Tiere schwerer krank. Also die vorklinische Forschung hat da entscheidenden Hinweise dazu geliefert, dass das helfen könnte. Und bei der Schuppenflechte, bei der Psoriasis, wird das Medikament schon längere Zeit eingesetzt und in der Schuppenflechte ist es ein Gamechanger. Also mit dem Medikament kommen 80% der Patienten in Remission, was man mit keinem anderen Biologika bei der Psoriasis bereits erreicht hat. Es gibt jetzt viele Hersteller, die
Medikamente gegen das Interleukin 23 herstellen. Das sind hier die verschiedenen Wirkstoffe. Da haben wir 1, 2, 3, 4 von 4 verschiedenen Herstellern. Und es zeigt einfach, dass das ein sehr attraktives Target ist und auch ein sehr hoffnungsvolles Zielmolekül. Sonst würden nicht so viele Hersteller Medikamente gegen die gleiche Substanz produzieren. Und die Medikamente sind unterschiedlich weit in der klinischen Entwicklung vorangeschritten. Am weitesten vorangeschritten ist das Risankizumab, was in Europa und in den USA bereits zugelassen wird. Das Guselkumab ist vor kurzem die Phase 3-Studie publiziert worden. Deswegen stelle ich nur das Risankizumab vor. Die Zulassungsstudie zur Induktion, also Induktion heißt Patientinnen und Patienten mit einer schweren Entzündung, die man in Remission, also in Ruhe bringen möchte, war 2 klinische Studien, 1 ist Advance. Und in der Studie sind Patienten eingeschlossen, die bisher noch keine Biologika hatte oder und die ein Failure, also ein Versagen auf Biologika hatten. Sind 2 unterschiedliche Endpunkte definiert worden. Und das hat damit zu tun, dass die amerikanischen Zulassungsbehörden und die europäischen Zulassungsbehörden unterschiedliche Anforderungen an die Zulassungsstudie definiert haben. Also in Amerika ist gesagt worden, der CDAI als Aktivitätsindex kleiner als 150, dann gilt das als Remission. Die europäische Zulassungsbehörde hat gesagt, die Stuhlfrequenz muss im Schnitt kleiner als 2,8 sein und über einen Fragebogen weniger als 1 Punkt in Bauchschmerzen. Und natürlich, man hat das endoskopische Ansprechen angesehen nach dem endoskopischen Score, wo es eine 50-prozentige Besserung zeigen musste. Das hat man dann über die Zeit dargestellt. In Advance war bio-naiv und Biologika-Versager über 12 Wochen. Nach 12 Wochen war der Endpunkt. Sind 2 unterschiedliche Dosen gegeben worden, 600 Milligramm und 1200 Milligramm. Und ca. 55% sind in Remission gekommen. Kein Unterschied zwischen beiden Dosen. Geringes Ansprechen, mit dem Patienten die Placebo erhalten haben. Klinisches Ansprechen. Also Patienten, die nicht in Remission, aber deutlich klinische Besserung bei ca. 60%. Man hat eine zweite Studiengruppe untersucht in Motivate. In Motivate sind nur Patienten eingeschlossen worden, die ein Versagen auf dem Biologikum hatte. Also Patienten mit sehr schweren Verläufen von dem Morbus Crohn und die sehr schwer zu behandeln sind. Und selbst bei Patienten mit schweren Verläufen und die sehr schwer zu behandeln sind, hat man eine Remission erreicht von 55%, was aus meiner Sicht sehr gute Daten sind. Natürlich wäre es wünschenswert, 100-prozentige Remissionsraten zu erreichen, aber da sind wir noch weit davon entfernt. Aber das sind sehr hoffnungsvolle Daten und bei ca. 60% ansprechen. Also immerhin, knapp über die Hälfte der Patienten können in Remission mit diesem Medikament gelangen, wo vorher ein Versagen auf Biologika war. Was vielleicht noch wichtig ist, wie lang bleibt denn die Remission, wenn man das Medikament behandelt? Man hat es dann kontrolliert über 52 Wochen, also über ein Jahr, und hat dann geschaut, wie das Ansprechen war. Man hat hier als Kontrolle eingeführt Patienten, die mit dem Risankizumab in Remission waren. Und dann hat man das Medikament weggenommen und geschaut, in wie viel Prozent wieder ein Schub kommt. Und was man sieht, wenn in Remissionserhaltung jetzt niedrige Dosen mit 180, 360 Milligramm, das wird dann subkutan, nicht IV gegeben. Und da sieht man eben, dass eine Reihe von Patienten, also knapp 60% in Remission bleiben im US-amerikanischen Protokoll, im europäischen oder
im europäischen Endpunkten etwas weniger. Und selbst Patienten, wo man das Risankizumab wieder entzogen hat, blieben eine Vielzahl von Patienten in Remission, sodass möglicherweise das Risankizumab eine lang anhaltende Wirkung hat, auch wenn man es nicht mehr gibt. Was sind jetzt die Nebenwirkungen? Und dann denkt, die Nebenwirkungen waren in diesen Studien systematisch erfasst. Und das ist natürlich für uns als behandelnde Ärzte, aber für Sie als Betroffener das Entscheidende, dass Sie abschätzen können, welche Vor- und Nachteile ein bestimmtes Medikament hat. Die Häufigkeit der Nebenwirkungen waren in Patienten, die mit dem Medikament behandelt wurden, ähnlich wie Patienten, die das Medikament nicht behandelt bekommen haben, also Placebo. Also das scheint nicht, dass das Medikament schwerwiegende Nebenwirkungen macht, wie wenn man die Erkrankung nicht behandelt. Und was war das Häufigste? War eine leichte Entzündung von Rachen, Hals, Nase, Kopfschmerzen kann auftreten, aber kein Unterschied zwischen den Gruppen. Behandlungsgruppe hatte weniger häufig Fieber, klar, weil der Morbus Crohn behandelt wird. In der Placebo-Gruppe ist der Crohn unbehandelt, deswegen weniger häufig Fieber. Natürlich schaut man immer an schwerwiegende Events, wie häufig ein Medikament, zum Beispiel ein Malignon, ein Krebs macht. Bei einem Patienten ist ein Brustkrebs, ein Mammakarzinom aufgetreten, aber nur eine Patientin. Das war sicherlich nicht abhängig vom Studienmedikament. Und bei einem Patienten ist ein Herzinfarkt aufgetreten, was sicherlich auch nicht von dem Studienmedikament abhängig war. Um das zusammenfassend, das Risankizumab oder die Interleukin-23-Antikörper sind sehr sichere Medikamente mit einer sehr hohen Effektivität und ich denke, das ist eine große Chance. Wie gibt man jetzt das Medikament? Man gibt es einmalig als eine Infusion und die Erhaltungstherapie ist dann immer Spritzen subkutan. Hat ein sehr günstiges Nebenwirkungsprofil. Patientinnen und Patienten, die mit Biologika vorbehandelt haben, haben sehr hohe Ansprechraten. Und natürlich für Patientinnen, die ein Morbus Crohn oder auch eine Colitis ulcerosa haben und eine Schuppenflechte, ist das ein attraktives Medikament, weil dieses Medikament beide Erkrankungen behandelt. Neu kommen jetzt die Januskinase-Inhibitoren. Der Name Januskinase kommt aus der römischen Mythologie von Janus, ein Gott, der zwei Gesichter hat. Und man hat das Eiweiß Januskinase benannt, weil es ein Teil wird aktiv, der andere Teil des Moleküls sieht so aus, als ob Aktivität entstehen könnte, aber hat keine Aktivität. Und das ist jetzt relativ komplex. Man hat diese Entzündungsmediatoren, die binden an das Schloss und dann tut sich innerhalb aus der Zelle und das führt dazu, dass im Zellkern Entzündungsstoffe freigesetzt und abgeschrieben aktiviert werden. Es gibt schon das Tofatizinib. Das ist das erste Medikament in der Klasse für die Colitis ulcerosa. Und das Tofatizinib verhindert einfach, dass dieses Eiweiß, die Januskinase, aktiviert wird. Hier nochmal die zwei Teile. Ein Teil, was andere Eiweiße aktiviert, hier was nicht aktiviert. Und dieses Molekül verhindert einfach, dass das aktiviert wird und damit kann dann im Zellkern nicht Entzündungsstoffe freigesetzt werden. Jetzt ist das ein sehr komplexes und schwieriges biologisches System. Ganz kurz, ja? Frage, ja, also nicht ganz ähnlich, sondern hier, das ist im Prinzip der Schlüssel. Und hier, das ist das Schloss. Das Schlüssel, das kann zum Beispiel der Tumornekrosefaktor sein oder das Interleukin 12, das dockt an den Schlüssel an. Und wenn das an den Schlüssel andockt,
dann tut sich innerhalb der Zelle was. Und das führt zu der Aktivierung dieser Januskinase. Und die Aktivierung der Januskinase ist notwendig, dass ein anderes Eiweiß aktiviert wird. Und es wandert dann in den Zellkern und im Zellkern wird dann aus der DNA, aus dem Erbgut, Entzündungsstoffe abgelesen, die dort kodiert sind und dann bildet die Zelle viele Entzündungsstoffe. Und das Medikament hemmt jetzt nicht das Schloss, das verriegelt nicht das Schloss, sondern unterhalb vom Schloss wird der Weg dann unterbrochen. Ist verständlich? Ja. Und das führt jetzt dazu, weil viele Schlüssel binden an wenige Schlösser und wenige Schlösser aktivieren wenige Eiweiße. Das heißt, das Tofatizumab hemmt 1, 2, 3, 4 Eiweiß in der Zelle. Und damit kann man die ganze Vielzahl von Schlüssel ausschalten. Und deswegen ist das Medikament so effektiv. Der Nachteil ist natürlich, wenn man ganz viele Schlüssel ausschaltet, dann hat es auch relativ viele Nebenwirkungen. Zum Beispiel eine Nebenwirkung, das kennen Sie vielleicht auch, das Erythropoetin. Das ist ein Stoff, was in der Niere gebildet wird. Und wir brauchen, dass die Knochen, die Blutbildung angeregt wird. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann kann zum Beispiel eine Blutarmut entstehen als eines der Nebenwirkungen. Und es führt dazu, dass man jetzt versucht, spezifische Medikamente zu haben, die eben nicht alle Januskinasen, sondern nur eines dieses davon blockiert. Dass es spezifisch ist, dass es weniger Schlüssel ausschaltet und damit weniger Nebenwirkungen hat. Und das ist auch ein sehr attraktives Target in der pharmazeutischen Industrie. Das Tofacitinib war das erste Medikament, aber sind jetzt drei weitere Medikamente sehr weit fortgeschritten. Und die sind deutlich spezifischer als das Tofatizinib und haben daher möglicherweise weniger Nebenwirkungen. Und eines davon ist eben das Upatizinib, was ich kurz vorstellen will, weil da die Zulassung beantragt ist beim BAG und es sicherlich bald erhältlich sein wird. Man hat wieder Patienten eingeschlossen, diesmal Colitis ulcerosa, nicht Morbus Crohn. Klinische Remission hat man definiert nach dem Mayo-Score, kleiner als 2. Und die Stuhlfrequenz sollte kleiner als 1 pro Tag sein, also im Prinzip kein Durchfall mehr, sollte kein Blut mehr kommen. Und man hat Patientinnen und Patienten endoskopiert, keine Entzündung in der Endoskopie. Und wenn man dann behandelt, auch wieder 2 unterschiedliche Kohorten, dann erreicht man in ca. 30% der Patienten ansprechen, aber sehr niedrige Ansprechraten in den Kontrollgruppe mit Placebo. Wie ist jetzt das Sicherheitsprofil von dem Medikament wieder? Auch hier sind die Nebenwirkungshäufigkeit ähnlich zwischen Patientinnen und Patienten, die mit Upatizinib behandelt worden sind und der Kontrollgruppe, der Placebo-Gruppe, also ein sehr gut verträgliches Medikament. Auch hier Entzündung, Nase, Rachenraum. Es gibt einen Laborwert, der etwas erhöht sein kann, die Kreatinkinase. Kleiner Teil von Betroffenen hat Gelenkschmerzen und eben wieder Kopfschmerzen. In der Placebo-Gruppe musste die Studie häufiger abgebrochen werden, eben auch daher, weil die Patientinnen und Patienten dann keine Behandlung für die Colitis ulcerosa hatte, kein Unterschied in schweren Infektionen, Herpes Zoster etwas häufiger. Wir empfehlen jetzt Patientinnen, Patienten über 50 Jahre mit einer Immunsuppression und jüngere Patientinnen, die zum Beispiel mit einem Januskinase-Inhibitoren behandelt werden muss, dass man sie mit Shingrix gegen Herpes Zoster behandelt, bevor man mit der Therapie anfängt.
Bei zwei Patienten sind Embolien aufgetreten, was leider abgeklärt wird, und sind Malignome aufgetreten, aber nur ein Malignom mit dem Mammakarzinom in der Placebo-Gruppe und ein Karzinom in der Behandlungsgruppe, also kein signifikantes Signal hierfür. Was sind die Vorteile von den Januskinase-Inhibitoren? Das sind Tabletten, keine Spritzen. Man hat hier keine Immunogenität, also es gibt die Möglichkeit, dass Eiweiße sich gegen die Biologika richten und die dann nicht mehr funktionieren. Das tritt bei diesem Medikament nicht auf. Man hat ein sehr schnelles Ansprechen innerhalb von 2 bis 3 Tagen, dass eine Besserung auftritt. Auch gutes Ansprechen bei Patienten, die mit Biologika vorbehandelt sind. Man kann es gut einsetzen bei Patientinnen, die einen Gelenkbefall, also vom Achsenskelett oder peripher hat. Aufpassen muss man mit dem Herpes Zoster. Deswegen, wenn man mit neuem Medikament behandeln möchte, ist für mich entscheidend, dass man die Shingrix-Impfung empfiehlt oder sie sich impfen lassen und in Abklärung ist, ob es noch Embolien macht. Die dritte neue Klasse, die jetzt seit Herbst diesen Jahres zugelassen ist, sind die Sphingosin-1-Phosphatat-Rezeptormodulatoren. Das ist das Ozanimod, was zugelassen ist für die Colitis ulcerosa. Etrasimod ist weit vorangeschritten, auch in klinischer Testung. Das ist vor kurzem jetzt auch eine Phase-3-Studie publiziert worden. Das wird auch kommen. Also wieder ein attraktives Ziel in der pharmazeutischen Industrie. Und das Medikament wirkt so, dass man im Darm hat man die Entzündungszellen, die wandern in den Lymphknoten ein und das Medikament verhindert, dass die Entzündungszellen nicht mehr aus dem Lymphknoten auswandern. Also die Entzündungszellen bleiben immer im Lymphknoten und machen einen daher nicht mehr krank. Klar, wie es funktioniert? Wie gut ist es jetzt? Hier nur kurz Daten aus der Erhaltungstherapie. Man hat ungefähr ein Ansprechen in oder eine klinische Remission in 37% von Patienten nach Woche 52 in Behandlung, wo man gutes Ansprechen hat. Was sind jetzt die Nachteile von dem Medikament? Es wirkt auch auf das Herz, also kann den Herzschlag verlangsamen. Deswegen, bevor man mit dem Medikament beginnt, ist es ratsam, ein EKG durchzuführen, um eine höhergradige Herzrhythmusstörung auszuschließen. Wenn keine höhergradige Herzrhythmusstörung vorliegt, wirklich dann eine geringe Reduktion von der Herzfrequenz. Was man sieht, dass wenn man im Blut oder dass man in der Vene Blut abnimmt, am Arm zum Beispiel, die Immunzellen, die Abwehrzellen, die sind dann niedriger, weil die ganzen Abwehrzellen im Lymphknoten bleiben. Aber scheinbar treten keine schwerwiegende Entzündung deswegen auf. In 8%, das ist relativ viel, gab es Veränderungen in der Leber, wo man eine Überprüfung machen musste und in 4 Patienten sogar abbrechen. Und eben auch hier Entzündung, Nasen, Rachenraum, die auftreten. Was sind jetzt die Vorteile und die Nachteile von dem Medikament? Das ist auch eine Tablette, im Gegensatz zu den Biologika. Das ist auch ein kleines Molekül, also man muss sich keine Sorgen machen, dass sich unser Körper gegen das Medikament wehrt. Bei der multiplen Sklerose, bei der entzündlichen Erkrankung vom Gehirn und vom Nervensystem wird es eingesetzt. Also man kann das Medikament einsetzen zur Behandlung der Colitis ulcerosa und für die multiple Sklerose. Aber bevor man anfängt, bedarf es Basisuntersuchungen, also EKG. Zum Augenarzt würde ich die Patienten vorstellen. Bei älteren Patienten weiß man nicht, welche Nebenwirkungen hat, vor allem bei älteren Patienten, wo eben
Erkrankung vom Herzen auch höher vorliegen. Und was vielleicht das Problem bei dem Medikament ist, was man in der multiplen Sklerose schon sieht, das Medikament führt dazu, dass alle Entzündungszellen im Lymphknoten bleiben. Und wenn man das Medikament absetzt, können natürlich die Entzündungszellen wieder in den Körper einwandern. Und bei der multiplen Sklerose sieht man, dass das dann schwere Schübe der multiplen Sklerose verursachen kann. Und für die Colitis ulcerosa weiß man noch nicht, ob das vorliegt. Deswegen bin ich persönlich ein bisschen zurückhaltend, dieses Medikament als Erstlinie zu empfehlen. Ja? Nein? Also ich denke, Schwangerschaft weiß man noch nicht. Ah, okay. Also die Frage. Also Sie können mich gern korrigieren, wenn ich es nicht richtig wiederholt habe. Also die Frage war, ob das Ozanimod, ob das Sphingosin-1-Phosphatat-Rezeptormodulatoren, ob es Hinweise gibt, wie sich das Medikament auf die Schwangerschaft auswirkt. Und die Kollegin nebenan, die betroffen ist. Ja. Also ich kann nur sagen, man weiß es doch nicht, wie sich das Medikament auf die Schwangerschaft auswirkt. Und wenn irgendwie möglich und Alternativen möglich sind, würde ich überlegen, ein alternatives Medikament zu wählen, wo man viel Erfahrung hat. Zum Beispiel die TNF-Blocker, wo man sehr, sehr viel Erfahrung hat. Aber das weiß ich dann natürlich nicht aus ihrer speziellen Krankheitsgeschichte, ob das noch möglich ist. Aber das wäre sicherlich, wenn man viele Optionen hat, nicht das Medikament der ersten Wahl, was man der Situation, was ich empfehlen würde, einzusetzen. Gell? Was ich jetzt noch erzählt habe, jetzt haben wir viele, viele neue Medikamente und natürlich stellt sich immer die Frage, welches Medikament für wen war, wer. Und es ist natürlich so, dass wir Menschen alle zum Glück sehr unterschiedlich sind und natürlich der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa ist sehr, sehr unterschiedlich mit sehr, sehr unterschiedlichen Verläufen. Und eigentlich können wir noch nicht richtig vorhersagen, welches Medikament für wen gut wirkt. Aber weil es mehr Medikamente hat, können wir natürlich jetzt mit Ihnen unterschiedliche Optionen besprechen und diskutieren und dann eben zusammen auswählen, welches Medikament mit wahrscheinlich das geeignetste ist. Passt zusammen, wie man das auswählt. Man wählt es aus nach dem Risiko der Erkrankung, aber auch andere Situationen, Schwangerschaft, extraintestinale Manifestationen. Ihr Wunsch kann natürlich mit einbezogen, ob Sie es bevorzugen, eine Infusion zu haben oder subkutane Injektionen oder Tabletten. Wichtig ist, die Medikamente haben unterschiedlich langes Ansprechen. Also diese Januskinase sprechen sehr schnell an. Andere Medikamente muss man 8-12 Wochen warten, bis sie ansprechen. Die Sicherheit, die Nebenwirkung ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Da hat zum Beispiel das Vedolizumab oder die Interleukin-12-23-Blocker, was ich jetzt neu vorgestellt habe, ein sehr, sehr günstiges Sicherheitsprofil. Klar, was ich schon sagte, wenn neben dem Darm andere Organe betroffen sind und natürlich spezielle Situationen wie jüngere Patientinnen mit Kinderwunsch oder während der Schwangerschaft, Fisteln, Pouch, Stenosen, was eine Rolle spielt. Bin ich am Ende von meinem Vortrag. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Gebe ich weiter.